mein Mikro steht ja hier noch Kilometer weit von weg. Leute, ich begrüße euch Streamline wieder. Hi, hallo. Ja, ich will heute hier weiter aufnehmen, ich will heute hier weiter bauen vor allem. Ich habe ja letzte Folge die Kisten sortiert und heute habe ich vor, erstmal leider Gottes Bäume abzufahren. Ich habe gar keinen Bock, die Bäume abzufahren, aber man muss ja irgendwie an den Stuff kommen. Und dann wollen wir heute die Planung festlegen, denn ich möchte heute schon mal planen hier, wie soll das mit dem Hafen hier weitergehen, wie wollen wir das hier fortführen, wie soll das dort weitergehen, was soll hier eigentlich in irgendeiner Weise passieren. So, tatsächlich haben wir glücklicherweise sogar noch ein paar Stacks an Zeug, beziehungsweise ein paar Stacks an Holz da, was wir benutzen können. Und ich will heute auch gleichzeitig hier mal wieder ein bisschen Ordnung in das ganze Terrain bringen. Hier ist ja alles irgendwie ein bisschen da und hier und dort, aber nichts ist richtig da. Und ach Leute, ich bin selber verwirrt, was ich hier mache, um ehrlich zu sein. So Leute, für euch wird das wahrscheinlich ein kleiner Schnitt. Für mich werden das hier wieder qualvolle Stunden gefühlt mit den Bäumen. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich circa, ich denke mal so 6-7 Stacks würde ich farmen. Und danach mache ich erstmal Schluss, dass wir wirklich bauen können, weil ich habe heute so einen Bock zu bauen, Alter, ich will bauen, Leute. Leute, ja, wir haben ja jetzt alle Ferien. Bin ich der Meinung, ich bin mir nicht sicher, ob jeder Ferien hat, also jedes Bundesland, aber ich hier in Berlin und Brandenburg, wir haben ab heute Ferien, eine Woche lang. Ganz entspannt, das Halbjahr ist ja jetzt vorbei, das erste, wie war eure Bilanz? Seid ehrlich, wie war es in der Schule, war gut, war nicht gut? Also ich muss sagen, von mir aus gesehen, ich habe es euch ja schon öfter erzählt, ich bin in der Schule momentan, Alter, ich bin der Kracher, Jungs, ich bin so heftiger Typ, Alter. Ich habe einen 1,6er Durchschnitt auf dem Zeugnis, Alter, was, Alter, Leute, davon habe ich früher geträumt, Junge, früher, als ich noch richtig im Minecraft-Game drin war, hatte ich 4 und 5 und 3er nur auf dem Zeugnis und eine 2 war da schon eine Seltenheit und eine 1 hatte ich genau in 2 Fächern und das waren Kunst und Sport, aber sonst war ich immer hier der Vierer-Schüler halt, ne, der mit dem Kack-Durchschnitt und jetzt seit der 10. Leute, da bin ich richtig am Reinhasseln und da läuft's auch, Leute, da läuft's auch. Ich hab, glaube ich, insgesamt 7,1, also jetzt mal ein weird Flex hier an der Stelle. Ich habe, glaube ich, 7,1 auf dem Zeugnis. Weil ich war halt wirklich innerhalb von einem Halbjahr, habe ich mich zu so einem richtigen Streber entwickelt. Also so einem coolen Streber, ne? Weil ich habe eine Sonnenbrille, Jungs. Was will man mehr, Alter? Und deswegen, ich bin da nicht stolz drauf, weil ich bin auch, also, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das Ding ist, Schulnoten sagen ja im Prinzip so kaum was aus. Muss man ja auch wirklich mal an der Stelle sagen, so muss man ja wirklich erwähnen. Auch bei uns, die einzige 3 oder 2 Dreien habe ich auf dem Zeugnis und eine davon kommt einfach, weil wir so einen Kack-Deutschlehrer haben, Alter, der ohne Witz, der weiß, dass wir es nicht können und er macht trotzdem Tests, Arbeiten, bla bla darüber und versucht es nicht mal, es uns in irgendeiner Weise zu erklären oder so. Ist ja klar, man könnte es selbst lernen, bla bla bla, aber ein Lehrer ist doch dafür da, es euch beizubringen und dann die Kontrolle zu schreiben. Er hat es halt nicht mal versucht. Das ist das Problem da dran. Und daher kommt halt diese Kack-3, Alter, Mann. Das ist richtig sad, aber sonst bin ich halt echt relativ gut. Ich muss auch sagen, ich verstehe mich relativ gut mit der Vielzahl an Lehrern. Weil tatsächlich gibt es bei uns auch ein paar Lehrer. Und wuffi, alles ist gut, Mann. Alles ist gut. Aber tatsächlich gibt es halt bei uns auch Lehrer, die Schüler, nachdem sie eine gute Note geschrieben haben, die Schüler arbeiten nicht mit, aber schreiben trotzdem gute Noten, den trotzdem nochmal irgendwie mündlich eine 6 reindrücken, dass ihr halt, dass der Durchschnitt, dass die Note wieder raus ist, dass sie wieder komplett weg ist, weil die Lehrer halt einfach nicht wollen oder warum auch immer die guten Noten bei den Schülern nicht sehen wollen. Und klar, jeder normale Lehrer oder jeder, der jetzt nicht heutzutage eine Schule besucht, würde sagen, ja, aber Lehrer wollen ja immer nur das Beste für euch und sie wollen ja nur die besten Noten und so. Das ist reiner Bullshit, Alter. Also wirklich, manche Lehrer sind echt, die gehen in 3 Jahren in Rente, die jucken sich einen Scheißdreck für uns, machen ihren Kack noch zu Ende und wir sind dann die am Ende dastehen und sich denken, ja cool, Alter, danke, Mann. Wer sagt, dass die Noten nicht von den Lehrern abhängig sind, ist einfach, sorry, aber Leute, ihr seid echt auf den Kopf gefallen, wenn man sowas denkt. Heftige Beleidigung hier. Die Noten hängen immer teils klar von dem Schüler ab, keine Frage, wenn der Schüler nicht engagiert ist, wenn der Schüler nichts macht, also wirklich nichts, ist ja klar, dass er scheiß Noten schreibt, aber oft hängt es auch einfach wirklich von dem Lehrer ab. Und davon vornherein zu sagen, yo, die Noten hängen nur von den Schülern ab, das ist der größte Kack wirklich. So, ich habe mir überlegt, ich will die hier im Prinzip ganz normal ziehen, so wie wir es sonst auch machen und hier vorne dann so lang gehen. Im Prinzip, dass wir da hinten noch das Stück am Berg haben, wo wir irgendwas machen können, irgendwas bauen können oder so. Und da hinten habe ich euch ja alles schon mal erklärt, das zeige ich euch dann auch nochmal. Habe ich auch schon so eine kleine Planung im Kopf. Und wie gesagt, hier für den Rest des Hafens, da runter wird es ja dann auch gehen, habe ich ja eine Planung, dass wir hier den Hafen einmal um die Berge dort drüben rumziehen. Einmal hier im Prinzip hinten rum und dann hier vorne wieder lang und dort dann eine kleine City aufbauen am Hafen. Ein paar Häuser und so. Wisst ihr, dass wir circa von der Höhe hier
so lang bringen und dann dahin nochmal irgendwie eine Schwingung oder so. Ich denke mal, dann wäre das ganz cool. Ich denke mal auch so, ja, ich mache das jetzt einfach so und wir gucken mal, wie das am Ende ausschaut mit unseren wunderschönen Planungen hier. So, Leute, und zwar sieht der Plan so aus. Hier, wo wir jetzt stehen, wird ja im Prinzip ein Boden so wie dort reingezogen wieder auf die Höhe hier. Der wird sich bis nach da vorne belaufen, so hier dann lang gehen im Prinzip. Hier ist die Planung bisher, dass ab hier eine Treppe hochgeht, die den Berg entlang führen wird, wie eine Schwebetreppe. Ich will es ja alles ein bisschen Fantasy-mäßig halten. Und dann dort oben circa ankommen wird. Und dort oben stehen dann richtig heftige Häuser auf dem Berg drauf. Aber da müssen wir mal gucken. Das ist ganz späte Zukunftsplanung. Hier, es sieht jetzt alles ein bisschen komisch aus, ne? Ich weiß, hier müsst ihr euch einfach vorstellen. Wir haben ja hier bei unserem jetzigen Hafen verschiedene Höhen eingebaut. Da habe ich aber von da unten angefangen. Und das ist der entscheidende Unterschied hierbei. Denn, Alter, hier spawnen so viele Mobs. Alter Schwede, du. Denn ihr müsst euch vorstellen, im Prinzip wird das hier von den Erhöhungen auch so verlaufen. Keine Frage, das wird definitiv so verlaufen. Und diese Balken werden wir dann wahrscheinlich auch abreißen. Aber ich brauche erstmal wirklich eine grobe Grundplanung. Das ist das A und O. Der Hafen wird von dort unten lang führen, hier lang. Und hier eine kleine Rundung haben. Und dann wird er dort unten einfach gerade lang gehen, auf einer Höhe. Auf einer Höhe bis hier circa. Also bis dort. Und ab da an geht es dann höher. Immer höher etappenweise. Genauso wie wir es da drüben auch haben. Nur mit, denke ich, größeren Etappen. Einfach weil mir aufgefallen ist, dass das dort zu kleine Etappen sind, um dort noch Häuser bauen zu können oder irgendwas. Und dann wird es hier hochführen und du wirst halt hier oben ankommen. So, jetzt geht's weiter. Mit der Seite sind wir dann erstmal fertig. Hier wird, wie gesagt, der Boden reingezogen in dem Design hier. Und jetzt geht's hier weiter. Ich habe euch ja schon erzählt, ich will hier noch eine Erhöhung reinbauen und dann wieder hier eine gleiche Höhe und dort ein großes Tor, ein richtig großes Tor, was runtergeht auf Höhe, weiß ich noch nicht genau auf welche Höhe, in einen riesigen runden Raum, 80 mal, also 80 Block Durchmesser, heißt 40 mal 40 Blöcke. Kreisrund wird der sein, der Raum. Da wird es dann reingehen in unsere automatische Farmhalle, Lager, was auch immer. Die wird sich auf über 250 Blöcke bestrecken, beziehen. Und dort wird jegliche automatische, vollautomatische Farm, die du bauen kannst in Minecraft sein. So ist es eigentlich mein Plan. Wie das dann alles funktioniert, kann ich euch noch nicht hundertprozentig genau sagen. Und ob das hier dann alles auch so bleibt, weiß ich auch noch nicht, weil ich noch nicht genau hundertprozentig sagen kann, wie ich mit diesem Berg, der hier ja noch ist, arbeiten werde. Ich kann euch aber definitiv sagen, dass wir von der Höhe her müssen wir auf 94 sein. Heißt, hier auf dieser Höhe wird unser Boden sein, der von dort kommt. Und ich habe vor, den Boden bis circa hier zu bauen und dann einmal hier rumführend für das einfach halt hier ordentlich rumführen, aber das muss ich später planen. Ich will heute wirklich nur erstmal die Begrenzungen festlegen, wie der Boden ausgerichtet sein muss. So, dass hier so der Boden lang geht. Hier geht es dann auf Höhe 84, bin ich der Meinung, war das. Auf Höhe 84 runter bis, oh, war das, oder 86 oder so. Irgendwas mit 80. Und hier werden dann Häuser stehen und so, dass du hier durchlaufen kannst. Und hinter den Häusern wird dann halt dieses heftige Tor hervorgehebt, in Anführungszeichen. Und in das kann man dann halt reingehen in den Untergrund, was ja unter diesem riesigen Berg sein wird. Also wir haben dann definitiv auch genug Platz. Und auch definitiv genug Platz, dass wir nicht an die Meere anecken, die ja hier überall sind. Und ja, und das Problem, was ich jetzt habe, ist halt einfach, dass ich noch gar keine Ahnung habe, wie ich mit diesem Berg hier arbeiten soll. Also wirklich mit keiner Ahnung, weil es wirklich, ich habe 0,0 Peilung. Ich habe mir überlegt, dass man vielleicht hier einfach wieder Balken hochzieht, die ein bisschen höher gehen, und ein Teil des Bergs immer lässt, wo riesige Bäume runterragen. Habe ich euch schon mal erzählt, dass hier im Prinzip Bäume wachsen so und man da langlaufen kann und das halt immer noch Teil der City ist, in Anführungszeichen, bis nach dort oben hin, und dort oben dann wird ein Turm gebaut und alles, das kommt dann alles noch. Dann könnte man dort den Teil des Berges abreißen und da halt noch eine höhere Mauer ziehen, weil ich will wirklich sagen hier, dass das hier so eine eingegrenzte City ist, wo 4, 5, 6 Häuser stehen oder so. Leute, es ist echt schwierig, muss ich sagen, weil hier konnte ich von Anfang an bis Ende bauen. Hier hatte ich eine Peilung, yo. Ich fange dort unten an und muss bis hier oben kommen. Das Problem hier ist jetzt, ich habe gar keine Ahnung, wie ich das machen kann, dass es relativ passt. Aber ich würde sagen, ich mache hier erstmal den Boden. Ich ziehe wirklich erstmal den Boden rein, bevor ich irgendwas anderes mache, weil das steht fest. Diesen Boden, der wird auch bleiben. Der kommt hier auch rein, definitiv. Und dass dort die Grenze stehen auch alle fest. Dass ich einfach den Boden erstmal reinziehe und den Rest schauen wir irgendwie anders irgendwann weiter. So, und dann würde ich sagen, geht das wieder los. Ihr wisst ja alle schon,
wie das hier läuft mit der Verteilung der Blöcke. Das, Alter, das habe ich ja schon so oft euch erklärt. Ich werde hier jetzt einfach random Blöcke setzen und hoffen, dass es dann gut aussieht. Ob das dann alles so funktioniert, weiß ich selber noch nicht. Und Alter, da habe ich gerade ein bisschen viel wegrasiert. So Leute, dann hoffe ich, euch hat die kleine, aber feine Folge gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr bei einer neuen entspannten Folge wieder. Und ich würde sagen, bis dann und ciao, meine Freunde.